Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu GTA Liberty City Stories. Im letzten Part haben wir die Salvatore-Aufträge erledigt und da mussten ein paar Leute einschüchtern und so, die ganzen Gewerkschaften, die den Tunnelbau verhindern wollen. Das wollen wir nicht, wir wollen den Tunnel haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben die auf jeden Fall erledigt und fahren jetzt zu Maria und gönnen uns erstmal einen schönen Auftrag von ihr. Sie möchte mit uns Gassi gehen, also mal gucken, was uns genau erwartet. Es könnte sehr pervers werden. Shopping-Collar. You're late, typical man. I want to go shopping and you're driving. So help me, I'm gonna have some fun today, even if it kills you. I just need to finish getting ready. Screw it, I'm gorgeous. Come on, Tony. Ja, okay. Was zum Kuckuck? Maria ist am Start. Und sie wird jetzt ernsthaft, da wie das einfach passt, ne? Nein, Bruder. Zieh mich doch da jetzt nicht raus. Was ist denn mit dir? Ja, komm, setz dich hier rein, meine Schöne, so. Wir haben zwei Polizeisterne ergattert. Ob man das ergattern nennen möchte, sei mal dahingestellt. Was ist denn mit dem Taxi los? Das ist natürlich doof. Weil jetzt wird's nochmal kritisch. Vor allen Dingen, wenn das Auto schwarz qualmt. Ne, das hasse ich immer. Oh, das hasse ich in diesen alten GTA-Spielen, dieser Druck. Sobald das Auto brennt. Ja. Maria ist tot, oh Schmerz. Ja, welcher Schmerz. Jetzt wird's hier aber ernst, Leute. Nein, ich muss hier schnell weg. Komm, gib mir diesen Cadillac. Lol. Her damit. Und dann erstmal schnell in die Spritzanlage. Gut, dass uns keiner gesehen hat, wie wir reingefahren sind. Ganz unauffällig, so. Oh Gott, oh Gott. Das war aber auch schon wieder dämlich, ne? Ich meine, warum zum Teufel werden wir da instant wieder angeschossen von irgendwelchen anderen Gangmitgliedern? Das ist so... Oh, das ärgert mich schon wieder. Ein bisschen. So, hier vorne ist Leben. Das nehmen wir uns auch nochmal mit. Können wir das eigentlich im Auto auch einsammeln? Nein, leider nicht. Okay, schade. Dann nehmen wir es so mit auf jeden Fall. Und hoffen einfach mal, dass dieses Mal das Ganze hier ein bisschen angenehmer vonstatten geht als vorhin. So. Nochmal den ganzen Bums. Diesmal bitte ohne gegnerische Gangmember, die direkt davor stehen und uns totschießen wollen. Das wäre richtig angenehm. Das wäre richtig, richtig angenehm. Aber das Spiel gönnt auch nicht, ne? So, komm, schnell rein da. Und schnell weg. Siehst du, seht ihr, so einfach kann es sein, ne? Das war einfach nur Pech. Aber gut, dass sie so schnell wiederbelebt wurde. Props an die Sanitäter, die hier unterwegs sind. Jetzt geht's erstmal shoppen. Ah, wir haben Zeit, ne? Top Shopping Tour. Auf jeden Fall. Erstmal schön klauen, oder was? Mensch. Maria. Also, das geht doch so nicht. Wir haben außerdem nur einen fucking Stern. Was soll ich da an Paint Spray fahren? Ich fahre hier zweimal um Block und dann hat sich das mit dem Stern erledigt. Wahrscheinlich bis zum nächsten Diebstahl, weil dann... Das war lustig, ja. So, achso. Nächstes Geschäft. Und wir sind sogar instant, als hätte ich es gewusst, sogar schon in die richtige Richtung gefahren. Vielleicht Unterbewusstsein, weil ich das Spiel ja damals schon mal durchgespielt hatte. Don't know. Keep the engine running. Come on, Maria, no more stealing. Oh, hush, Tony, baby. That was all a misunderstanding back there. Oh, Missverständnis. Alles klar. I'm telling you, I don't have anything hidden up there. Get the hell off of me. Oh Mann, ey. Alter! Jo, alles klar.
Logisch, jetzt werden hier die drei Sterne aufgefahren, oder was? Das ist kritisch. Das ist ein wenig kritisch. Ja, alles klar. Ach, da vorne ist ein Polizeistern. Dann sind es nur noch zwei. Ja, für ein bisschen Schmiergeld, ne, wird man auch einen Stern los. Sehr freundlich. Ach du Scheiße, ey. Und dieses Handling, ne, bei vier kaputten Reifen ist traumhaft. Wie weit möchte sie eigentlich gefahren werden? Okay, nur noch bis hier vorne. Okay, dann haben wir es ja gleich schon geschafft. Weil das Auto auch scheinbar nicht mehr lange mitmacht, gefühlt. Nein, jetzt steht uns das Taxi im Weg. Du musst doch nur in den gelben Punkt da rein. Leckt mich, Alter. Ja, das war ein gutes Bild für Thumbnail. Danke dafür, meine Liebe. So, das Auto möchte ich auf jeden Fall erstmal loswerden. Erstmal gegen den Stallion eintauschen, der sowieso hier wunderschön rumsteht. Dann nehmen wir den. Und stellen den schon mal bereit. Wir müssen der Frau ja auch was bieten, ne? Jeden Tag mit Mann ein Auto abholen. Weiter geht's mit immer Ärger mit Maria. Oh Mann, ey, das klingt nicht nach Spaß. Stop it. One of Salvatore's dogs is bringing me right over. Oh, he's a charmer. Maybe too thin, though. Yeah. So, listen, I want a party, but the cupboard is bare. You got some sugar? Pure cane, huh? Great. Ciao. Come on, Tony, I got places I need to be. Junkies. Junkies überall. Gott, oh Gott. Wo ist der Stallion hin? Nicht deren Ernst. Haben die jetzt meinen Stallion... Hä? Das ist doch genau das, was der Wagen, den wir gerade schon geklaut hatten, oder? Naja. Gut, dass die Polizei direkt daneben steht, aber die juckt sich nicht dafür. Grand Theft Auto wird seinem Namen gerecht. Autodiebstahl wird hier nicht angeklagt. Das finde ich nett vom Spiel. Endlich mal eine gute Sache. Ach du Scheiße. Das Handling von dem Ding ist hier in dem Spiel aber nicht sonderlich toll. Das geht besser, Freunde. Jo. Ramme das Sindaco. Ja, warum geht man auch bei den Sindacos einkaufen? Was ist los mit denen? Mit der? Ne, für ein bisschen Puder macht sie scheinbar ziemlich viel dumme Sachen. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Muss ich aber aufpassen, dass ich nicht die Alte treffe, ne? So. Sie ist aber auch am Start und sie sollte jetzt hier mal einsteigen. Alter, ey. Ja, naja. War jetzt zum Glück nicht sonderlich schwer. Zum Glück, also diese Autoramm-Missionen hier in dem Spiel sind echt angenehm. Er gönnt sich einfach nicht. Er gönnt sich einfach nicht. What the fuck? Was ist los mit dir, Tony? Mensch, die Chance, die musst du ergreifen. Lull. Okay, ja, wir kommen hier gut voran, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, und warum nicht, ne? Machen wir einfach weiter. Wenn wir hier schon mal mit Maria zugange sind. Weiter geht's mit Preistitten. I've put myself up as the first prize in a street race. If Salvatore finds out about this, we're both gonna be in big trouble. So you better come and save my ass.
Then maybe it'll belong to you. Forever yours, Maria. Oh, so romantisch. Das sind hier die Mafiosi-Liebesgeschichten. Schnappt er ein Motorrad und fahrt zur Startlinie. Ja, nice. Das ist natürlich genau der Bums, auf den ich jetzt Bock hätte. Auf ein schönes Motorradrennen. Aber nicht mit so einem Freeway, sondern ich hätte eher eine PCJ600. Wenn wir hier irgendwo eine finden sollten, das wäre ganz bezaubernd. Oder eine Sanchez vielleicht. Eine Sanchez sollte eigentlich auch fit gehen. Warum auch immer es hier so ein Mountain-Motorrad gibt, wenn es hier noch nicht mal... Es ist eine fucking Stadt, ne? Also es ist irgendwie Schwachsinn. Aber egal. Ich denke, mit einer PCJ wären wir besser dran, aber so ein Mountain-Flitzer hier sollte auch ganz gut gehen. Gucken wir mal. Das zweite Rennen in diesem Spiel. Woo! Vorher hatten wir schon ein Autorennen, diesmal haben wir ein Motorradrennen. Ich freue mich drauf. Eieieiei. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir uns hier ein bisschen reinfuchsen. Das Autorennen war ja damals kein Problem. Als ob. Da hat mich die Strecke getrollt. Das ist hier Midnight Club ein bisschen. Ne? Da muss man immer ein bisschen auf die Karte gucken. Bei Midnight Club gab es damals auch Motorräder. Das war fresh. Bei Midnight Club, ich wollte damals bei Los Angeles die Platin-Trophäe holen und da musste man noch eine gewisse Anzahl an Online-Rennen fahren. Da war immer so ein Suchti, so ein richtig alter Sack. Früher schon, also da war ich noch relativ jung und der war wahrscheinlich so 30, 40 oder so. Hat immer die ganze Zeit in Online-Lobbys gechillt und ich bin da einfach nur rumgefahren, um meine Trophäe einzuheimsen, meine paar Rennen. Und der hat dann immer in sein Mikrofon da reingelabert von wegen, ey, Bruder... Verpiss dich mal hier und ich will jetzt hier vernünftig Rennen fahren und du bist so schlecht. Und ich dann irgendwann einfach nur geschrieben so, ja Bruder, lass mich doch meine 5 Rennen hier fahren für meine Platin-Trophäe und dann komme ich hier nie wieder online, Alter. Chill mal deine Base, ey. Oh, das war ätzend. Manchmal, das war schlimmer als jedes Call of Duty Kiddy, was man so kennt, ne? Von früher Call of Duty Kiddies, die da immer rumgebrüllt haben, ey, du Hurensohn, ey, was schießt du mich ab, ey? Boah, ey, war das eine ätzende Zeit. Ich weiß gar nicht, ist das heutzutage immer noch so in den aktuellen Online-Spielen? Wahrscheinlich, ne? Aber gut von... Bei damals auch immer, so zur Anfangszeit von FIFA, als man das damals so die ersten Teile online spielen konnte. So 09, 10, 11, so die FIFA-Teile. Als man die damals online gespielt hat und immer die Leute abgezogen hat. Dann bekam man immer tatsächlich PSN-Nachrichten von wegen, ey, du Hurensohn, ey, was ist los mit dir? Ich mach dich kaputt. So richtig dämlich, ey. Oh. Dann doch lieber die Opfer im Sprachchat, die man dann einfach stumm schalten kann. Ey, das war teilweise echt... Gott, oh Gott. Ich weiß, ich bin heutzutage nicht mehr so krass in solchen Online-Spielen unterwegs. Vielleicht ist das ja jemand von euch und kann da mal so aus der aktuellen Lage berichten. Aber früher war das echt schlimm, ey. Hey, wir haben es geschafft. Easy going. Ah, da gibt's die Siegerfrauen. Geil. Preistitten, ne? So war das ja. Genau. Ja, alles klar, so viel dazu. Dann haut sie einfach mit dem Loser ab, ne? Mit dem Loser haut's ab. Naja, wir haben trotzdem immer noch Maria auf der Karte zum Erledigen. Jetzt, da du dir im Underground Motorrad-Rennzirkus einen Namen gemacht hast, werden Herausforderer versuchen, dich zu eliminieren, oder was? Nicht noch mehr Leute, die mich töten wollen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Das kann ich wirklich gar nicht gebrauchen. Als ob wir nicht schon genug Feinde hätten hier. Versteh's nicht. Was haben sie da alle gegen uns? Weil wir einfach ein motherfucking G sind, der hier alle kaputt macht, wollen sie uns alle kaputt machen. Aber auf die unfaire Art und Weise, ne? So Leute, ich würde sagen, das war mal wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Part. Im nächsten Part gönnen wir uns dann weiter die Mission von Maria. Mal gucken. Bisher haben sie mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Deswegen, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Also, nehmen wir natürlich das Telefonat noch mit. Anthony, it's Salvatore. Ja,
Ja, sie hat wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich eine Aufgabe für uns, dass wir Maria erledigen sollen. Nein, aber wir werden gleich erstmal nochmal bei Maria vorbeischauen im nächsten Part und dann mal wieder zu Salvatore los hinfahren. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao.